Hallo und einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag früh wünsche ich euch. Ja, ihr seht es hier bei mir wieder. Unglaubliches Wetter. Der Himmel sieht aus wie gemalt, aber er ist tatsächlich so blau und kein einziges Wölkchen. Ich wollte auch heute mit einem kleinen inspirierenden Video zu euch kommen. Viele von euch haben am Sonntag ein bisschen Zeit für sich selber und vielleicht ein bisschen Zeit auch, sich zurückzuziehen und zu reflektieren. Ihr wisst ja, das Thema, hallo Winnie, guten Morgen, mit Brille geht es noch weniger. Also ihr wisst ja, es geht einfach darum, dass wir uns neu erfinden. Es bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir eine andere Zukunft wollen, als diese Person, die wir bis jetzt waren, zu verlassen, uns neu zu erfinden, neu zu erschaffen, quasi neu geboren zu werden mit allen neuen Emotionen, allen neuen Denkweisen, allen neuen Gefühlen, allen neuen Handlungen. Und unter Handlungen meine ich auch wirklich banale Geschichten. Wie viel Kaffee trinkst du? Was ist deine Philosophie der Ernährung? Wie kommst du in Balance mit deiner Ernährung? Schlägst du über die Stränge? Damit meine ich auch eben alles zu reflektieren, was deine Rolle, deine Persönlichkeit, das repräsentiert, was du bist. Und da würde ich wirklich sagen, es lohnt sich absolut mal zurückzugehen, soweit man sich erinnert, in seine Kindheit und zu sagen, wer war ich denn immer? Wie habe ich mich denn immer gezeigt? Aus welchem Grund habe ich mich denn so verhalten, wie ich mich verhalten habe? Und da treffen wir auf gute Geschichten und da treffen wir auf schlechte Geschichten. Und es geht darum, dass wir Verständnis für unsere vergangene Persönlichkeit haben, dass wir alles nicht logisch verstehen, aber im Herzen verstehen, was wir jemals in der Vergangenheit gemacht haben und uns diesbezüglich alles verzeihen können und auch allen Menschen, die daran beteiligt waren, alles verzeihen können. Nur wenn wir mit den Dingen abschließen und wirklich aus unserem Herzen keine Mördergrube machen, sondern die Vergangenheit uns und allen anderen, die uns in den Sinn kommen, dazu sage ich nur Seelendetox-Prozess zum Beispiel in meinem Webinar, dann können wir uns lösen davon. Dann können wir uns im Guten verabschieden von diesen Erinnerungen und auch im Guten verabschieden von unserer vergangenen Persönlichkeit. Ich meine damit zum Beispiel, ich habe mich in meiner Jugendzeit, also seitdem ich denken kann, habe ich mich immer falsch und fehl am Platz gefühlt. Und dieses Gefühl habe ich mitgetragen durch mein ganzes Leben und habe immer versucht, besser zu sein. Und ich habe ein Universitätsstudium abgeschlossen mit Prädikatsexamen. Ich habe angefangen, in Betriebswirtschaft eine Doktorarbeit zu schreiben. Habe ich zwar nie fertig gemacht, weil ich eben gemerkt habe, dass es darum überhaupt nicht geht. Irgendwann mal habe ich eben gemerkt, dass es darum geht, glücklich zu sein. Glücklich und zufrieden zu sein. Dann habe ich mich auf die Suche begeben, glücklich und zufrieden zu sein. Das habe ich natürlich ein bisschen gefunden, hier in meinen schönen Schweizer Bergen mit dem herrlichen Wetter. Aber das war immer noch ein langer Weg, bis ich eigentlich wusste, dass diese alte Persönlichkeit, so wie sie dachte und wo sie fühlte und handelte und vor allem mein altes Ich, das 100% davon überzeugt hat, dass es nicht gut genug ist und dass es deswegen so schwer ist für mein altes Ich im Leben und dass ich immer kämpfen muss und dass ich immer schauen muss, ja, mit mir darf man das nicht machen und immer stärker sein und härter und fester und klarer und erfolgreicher und ich muss und ich muss und ich muss und ich habe mich nie gefragt und ich bin und vielleicht ist es auch okay, was ich bin und es hat so lange gedauert, bis ich erkennen konnte, dass das alles nur Hirngespinste waren in meinem Kopf, in meiner Überzeugung, die ich mir selber zusammengelegt habe oder die ich mir halt von der Gesellschaft geborgt habe oder von sonstigem Umwelt, was ich für mich interpretiert habe, wie ich denn sein müsste, wenn ich okay wäre. Und es kam mir nie die Idee, dass ich eigentlich, so wie ich wirklich bin, ohne diese ganzen krassen Gedanken und Überlegungen, die ich mir mache, einfach schon
ganz super toll okay bin. Und zwar, wenn ich in mein Herz gehe und mein Herz schaue, was mein Herz denn denkt, diese ganzen liebevollen Gedanken, diese ganzen liebevollen Ansichten, dieses Mitgefühl, das mein Herz hat, all das, was aber mein Verstand mir immer irgendwie verboten oder vermiest hat oder gesagt hat, ah nein, oder auch Neid und Missgunst und die ganze Beurteilung, die nach außen geht. Leute, ich habe in den letzten Jahren meiner Gesundheit gesehen, so viel, dass ich allem aufgehockt bin. Ich Leute beurteilt, gedacht, denen geht's besser, die haben's besser, die haben's besser im Griff, die machen's besser. Und je mehr und mehr ich in mein Herz gegangen bin und je mehr ich wirklich auf Herzensebene den Menschen begegnet bin, habe ich gesehen, wie sehr und noch viel mehr als ich Menschen sich foltern und martern mit ihren Gedanken und in ihren Vorstellungen und in dem, wie sie sich herunterputzen und in dem, wie sie sich schlecht machen. Und was sie überhaupt übers Leben denken und dieses Opfertum. Und dann denkst du, da läuft einer fröhlich durch die Gegend, vielleicht auch irgendwie joggend und sportlich und denkst, boah, der hat's ja toll oder macht eine Weltreise. Und wir wissen nie, wie es in diesem Menschen aussieht. Und wir müssen einfach aufhören, auch nur ein Müh dessen zu beurteilen, was wir sehen. Weil das wissen wir nicht. Wir müssen es einfach so lassen, wie es ist. Und wenn wir irgendwie in eine Verbindung mit irgendjemand anderem oder einer anderen Situation kommen wollen, dann nie übers Denken. Nie übers Denken, sondern über das Herz. Das Herz, das weiß, dass der andere auch ein Herzensmensch ist. Dass er, wenn er in seinem Herzen liebt, der beste und liebste Mensch wäre, wenn seine scheiß Gedanken ihn nicht zu irgendwelchen anderen Taten oder Worten auch treiben würden, weil er meint, man redet so, man meint, er könne sich durch seine Worte so und so darstellen. Das machen alle Menschen und wir müssen endlich beginnen, unseren eigenen Vorhang abzulegen, diese Dualität dessen, dass wir glauben, im Außen sein zu müssen und wer wir im Inneren sind, ablegen und das auch bei den anderen nicht mehr sehen. Wir sehen nur noch das, was wir sehen wollen, nur noch die einzige Herzenswahrheit. Und in den Meditationen von Dr. Joe Dispenza, wenn wir in diesen Raum reingehen und unseren ganzen Ballast liegen lassen und merken, dass wir eben nicht unser Körper sind, sondern die Seele, das Energetische, diese Schwingung, wie er es nennen wollte, der Reinheit, der Liebe, dessen, was eigentlich wirklich herrscht, dann wissen wir, dass das da ist. Es ist immer da. Ob wir uns davon trennen oder ob wir uns damit verbinden, das hängt genauso davon ab, ob wir mit einem Menschen, den wir kennenlernen, eine Beziehung aufbauen oder halt nicht. Und ich will euch anraten, baut diese Beziehung aus, nach innen zu den höheren Schwingungen, zu den höheren Emotionen. Lasst das euren Bezugspunkt sein. Egal, was immer im Außen gerade passiert ist oder passiert war oder ihr befürchtet, dass passieren wird. Der goldene, gegenwärtige Moment führt euch nach innen, führt euch ins Nichts und ins Dort, wo das all das Schöne ist, welches sich einfach nach Liebe, Dankbarkeit, Freude, Mitgefühl, Verzeihen, Respekt, das sind all diese Gefühle, die wir brauchen und die wir rauskramen müssen. Und diese neue Person, die wir werden wollen, weil diese neue Person hat eben dieses Leben, das wir uns wünschen, die handelt aus einem Zustand dieses Inneren heraus und nicht aus einem Zustand des Außen heraus. Und jetzt müssen wir üben. Wir müssen ein Drehbuch schreiben für unsere neue Person. Bis ins Detail, so wie wenn ihr ein Theaterstück schreiben und einüben wolltet. Ihr seid der Regisseur von eurer Rolle, von eurer Person, von eurer Persönlichkeit und ihr
dürft es entscheiden, wie die Rolle ist. Und dann lebt sie, lebt sie, lebt sie. Und es ist keine Lüge. All das, was wir vorher gelebt haben, war eine Lüge. Eine Lüge, die aufgesessen ist auf der Vorstellung, dass das Leben schlecht ist, dass wir schlecht sind, dass wir fehlerhaft sind, dass wir ungenügend sind, dass wir nichts Besseres verdient haben. Ich könnte hier ewig weiterreden. Das ist eine Lüge. Und die Gesellschaft sitzt dieser Lüge auf und dementsprechend handelt und denkt sie in vielen weiten Teilen. Zum Glück wir hier in der Dr. Joe Dispenza Mindset Kapiererei haben verstanden, dass es darum nicht geht, sondern dass es wirklich nur um das eine geht. Und zwar, dass wir uns ändern dürfen, dass wir die Wahrheit finden dürfen, durch die Meditation, aber sie liegt nicht nur in der Meditation. Die Meditation ist ein Weg dazu, weil unser Glaubenssystem diesbezüglich einfach anders gepolt ist. Aber je mehr wir uns umpolen, desto weniger finden wir den Unterschied, ob wir gerade im Leben leben, unser Leben als Meditation leben, in der Energie der Meditation leben oder nicht. Und wenn wir diese zwei Sachen zusammenbringen und es nicht mehr so ein großer Unterschied ist, ob wir gerade so meditieren und in der Meditation aufgehen oder mit demselben Mindset, das wir in der Meditation holen und sammeln, durchs Leben wandern, dann sind wir happy, dann sind wir glücklich. Und das ist auch das, was Dr. Joe Dispenza sagt. Steh auf nach der Meditation wie ein neuer Mensch. Aber du musst dich nicht jeden Tag wie ein anderer neuer Mensch, sondern wie der neue Mensch, der du sein möchtest. Jeden Morgen stehst du so aus dem Bett auf, gehst möglichst durch den Tag wie dieser neue Mensch und gehst am Abend zumindest, dann nimmst du dir wieder die Zeit, dich zurück einzuschwingen, zu kalibrieren und zu sagen, so, jetzt geht dieser neue Mensch schlafen mit den Gedanken des neuen Menschen, dass er am Morgen auch wieder happy und glücklich aufstehen kann. Leute, das ist ein Weg, das ist spaßig, das ist lustig, weil das, was wir hinter uns lassen, wollen wir ja nicht mehr. Also freuen wir uns ja drauf, dass wir etwas Neues kreieren können. Und Dr. Joe Dispenza macht eigentlich nichts anderes, als uns die klare Erlaubnis zu geben, dass es okay ist für jeden, das zu tun und das zu machen. Und dass wir nicht uns identifizieren müssen über unsere Geburtspersönlichkeit oder Arbeitspersönlichkeit oder was weiß ich nicht was. Wir haben alle die Erlaubnis, die Person zu sein, die wir sein wollen. Und niemand will aus irgendwelchen verkorksten Gedanken heraus leben, sondern wir alle wollen aus unserem Herzen rausleben und Herzensverbindungen schaffen. So, das war mein Wort zum Sonntag. Lasst euch inspirieren, geht in euer Herz, sucht die Sonne und wir sehen uns am Montag um 19 Uhr. Winnie, ich hoffe, du kannst auch da sein auf Zoom. Und ja, alle Fragen, die noch aufgekommen sind, sollten dort beantwortet werden. Alles Liebe. Tschüss, tschüss.